guten Morgen. Es ist 9 Uhr. Das Erste, was man heutzutage bei der Kölner Glasee ist, das hier. Ah, das ist schon langsam echt langweilig. Wieder mal Graffiti. Na, Graffiti ist es ja nicht, sondern... Wie nennt man es? Schmiererei. Fertig, wieder wegmachen. Das ist langweilig, echt. Ja. Ansonsten, was gibt's zu sagen? Nicht. Wir machen auf. Und lassen uns überraschen. Denn wenn man immer gleich alles wegmacht, haben sie irgendwann keinen Bock mehr ranzumalen. Die Information bleibt ja nicht erhalten. So, gucken, wie lange das dauert. Das geht wieder. Na, das ging ja mal schnell. Das war ja. Benzin ist schon so was. Zauberding. Ergebnis? Makellos. Ja, mal gucken, ob noch was dran ist. Meist bleibt ja nicht dabei, die Tür anzuschmieren, sondern da wird die nächste auch noch angeschmiert. Ja. Dann gucken wir mal bei uns an der Tür. Ich meine, ich bin ja rausgekommen. Ich sehe das ja nicht immer sofort. Vielleicht ist bei uns natürlich auch was dran. Also nee, wir sind diesmal verschont geblieben. Ist ja erstaunlich. Okay, das andere mache ich auch noch ab. Mann, ey. Für Assis. Ja, Graffiti. Beseitigung am frühen Morgen. Das ist ja nun bald schon nicht neu mehr. Oh, schlimm, dass man das machen muss. Aber machen wir. Schönen Anstrich hier in die Tür.
der alten Türe. Die hat nicht so gut wie bei unserer, wo alles neu gestrichen ist. Doch mal, wer oben sitzt. Genau, damit er eine Kennzeichnung hat. Ja, das ist unbedingt. Ach, eine Uhr. Die haben wir auch die Schiffsuhr. Ja, die lässt sich aufziehen, aber sie läuft nicht an. Die ist halt auch schon ziemlich weit aufgezogen. Naja, dann lass es. Naja, nee, geht aber ja nicht weiter aufziehen. Ich denke mal, da brauchen wir ein bisschen Schwung. Naja, muss von vorne, aber das ist mir zu blöd. Ich wollte mal die Unruhe anschubsen, aber wenn ich da viele dran rumbasteln muss, dann. Mmh, eine wunderschöne Uhr. Ja, schön. Euro, kann man nicht verkehrt machen. So, zeig her jetzt. Habt ihr da ja nicht gewusst. Wolfgang bringt immer die Neuigkeiten, ist unser, wie nennt man den? Wie nennt man den? Spion? Spion an der Arbeitsfront, an der Zeitungsfront. Was gibt's denn neu, Leute? Sie hatten ihn schon und ließen ihn wieder laufen. Das gibt's noch halt. Sie hatten ihn schon und ließen ihn wieder laufen. Alle Verbrecher. 2 Monate vor dem Mord an Schlossherrin Susanne. Fontein. Alle ich weiß noch mehr. Alle Mörder aus der Mutti. Ausreisepflichtig. Das haben wir meinen Balkon fertig gemacht. Ja, so da. Ist das. Mensch, jetzt gibt es bald keine Neuigkeiten mehr vom Balkon. Können wir ja nicht so bei dir nochmal richtig grillen. Oder? Ja, so richtig abgrillen, ja. Naja, aber der ist fertig. Die Ehe, ja, jetzt das Schmale fehlt noch. Das ist alles so. Oh. Wo lange geht da, ist schon dran. Wo Wolfgang, abgrillen muss sein. Da also kommst du jetzt nicht drum rum. Haben wir Sonntag bei mir nicht gemacht. Der wollte sich bei mir einnisten. Und so an, naja, der hat mit mir bald 2 Stunden gequatscht. Wie sieht denn der Wolf aus und bla bla bla. Ey, und der Musiker, wenn ich dann komme, sagt er zu mir, ich hab direkt einen Schock gekriegt. Ich hab das wunderbar, ich will ja ohne Möbel gesagt, dann muss ich deine Schränke alle rausschmeißen, dann will ich was mitbringen. Ich sag, wisst ihr was, gleich kommt hier hingefallen, halt jetzt die Fresse und hau ab, dann hab ich die Möbel aufgelegt. Ja, der Wolfgang ist da. Ja, weil alle, ich frage, und wir machen, wir hatten das angeordnet. Weil ich alleine, ich sag, naja, als Untermieter, ich sag, ich nehm die Untermieter auf, denk ich, ich will meine Ruhe haben. Wie kommen die denn darauf, sich alle bei dir einmieten zu wollen? Du musst da irgendwann mal was erzählen. Ach, wahrscheinlich bist du rennst durch die Gegend und sagst hier, Alter, Ecke hier, war alleine. Meine, 5-Raum-Wohnung war und so voll der Palast. Das Ding bringt ja meine, das Ding bringt ja mein Bruder seine Frau auf alle. Die hat da so eine Scheiße. Die will immer alle loswerden dabei sich. Die will ja mein Bruder auch loswerden. So eine Zigeunerwohnung. Ich will dann mit dem Bruder auch los, wenn ich mich scheine, die haut ab nach Marsberg, weil die Wohnung so groß ist. Bei den 3 Treppen, die man hochkommt, will die. Wenn ich so einen Luft habe. Will die, ja klar, doch. Ja, wenn dem was passiert. Dann hau ich mir bestimmt so ein Sofa darin. Ja. Alter, guck dir mal an, geil, oder? Industrie. Ich geb mein Hobby auf meine ganzen Sachen, was ist und man muss sagen, ach. Oh, jetzt haben wir einer bei Kunst und bei Bares Ferraris. Eine Olle, kommt da an mit dem Koffer. Hatte so ein bisschen die Form der Koffer wie ein Benjo, wa? Macht die auf, ist da eine silberne Monstranz drin. Komplett silber, das ganze Ding. Nachgearbeitet nach dem Kölner Dom. Gestempelt silber. Der Juwelier noch mit drin. Der war päpstlicher Hoflieferant, so ist er. Na, wahrscheinlich geklaut. Nee. War nicht geschenkt gewesen. Damals hat die Frau ihr Mann geschenkt gekriegt. Die hat hier arbeitet bei einer alten Dame als Bezahlung. Ey, super Teil. 4.500. Und dann noch 4.500? Haben sie bezahlt. Ja, die war von 1919, also ist jetzt nicht so alt, aber ey, wunderschön.
Päpstlicher Hofjuwelier. Ah. Päpstlicher Juwelier. Päpstlicher. Ja, das haben die Oma ja nicht gewusst, die Händler. Den hing das einfach nur mit Silber und einfach nur, weil sie einfach schön war. So groß. Das gibt's ja auch nicht. Schöne Teil. Was so oft taucht immer, wa? Unglaublich. Die macht naja, den Koffer. Gut. Ich dachte echt, Benjo. Da macht die den Koffer und holt den Teil raus. Was ist denn das jetzt? Da ist sie. Hab ich gerochen. Ja. Naja. Hörst du mich später? Ja, was ist da ein Wolfgang drin gehauen? Mach nicht so dolle. Ja. Ja, ein Bademantel oder halt. Ja, mal irre. Ja. Ja, sagt er, oder? Morgenmantel. Naja, so ist das. Kann das nicht fahren? Ja, meine Frau schleppt den mit. Einfach so. Ja, ein Lampchen hier den weggenommen. Dann hat die nicht mehr dran. Und dann war es auch besser, oder was? Dann hat sie geschrieben. Natürlich. Das war richtig los. Das war richtig los, genau. Ich will nicht laufen. Ich will runterfahren. Da hat es gerade hier schon Platz gemacht im Kinderwagen, da hat sie sich reingesetzt. Peter, hör die Kamera mal mit, ey, wenn sie die morgens wegbringt, die Kids. Ja, eigentlich müsstest du machen. Ja. Musst du einmal, musst du sowas filmen. Ja. Das für die einfach. Das kommt dann bei jedem, wenn man wegbringt, bei jedem so ein kleines Video mit drin. Ja, was für Stress morgens hat. So Peinlichkeiten-Video. Das ist immer noch egal. Lumen ist das auch später noch egal. Ja. Sagt, was, so harmlos war das und ihr meckert immer. Na, sagt mal, schaut mal, wie ich heute bin. Totaler Terrorist. Hast du wenigstens noch welche? Hier war Wolfgang schon. Den hast du verpasst. Ja, der ist jetzt nach Hause gegangen. Der sucht jetzt eine Puppe. Der sucht jetzt eine Puppe, ja. Ich hab noch ein paar Puppen im Keller. Die haben noch Füße. Und da haben wir die Beine. Nein, die hab ich. Die halt weg. Halt, Thorsten wieder mit ihm den Scheiß. Nee, nicht diese Füße. Ach, die Bumsfüße. Ja. Ich hab eine Bumspuppe. Bumsfüße habe ich noch. Ja, also nur das Unterteil. Po, naja, wo du so Beine zwischen den Füße bumsen kannst. Ohne Oberkörper. Und in Poren. Und in. Ja, genau, nur abwärts. Hüfte abwärts. So kann ich die mal testen? Ja, kannst du machen. Kostet. Kann ich die mal einen Testlauf machen? Kostet ein Honey. Dann kannst du alles haben. Kannst du das gleich behalten. Nee, danke. Kannst du täglich neu befüllen. Das ist mir scheißegal. Ich dachte, so auf Leasing-Basis. Leasing, naja. Ein Honey. 2 Wochen Leasing. Ein Honey. Und danach muss ich so verbrennen. Ist ja Sondermüll eigentlich auch. Ist komplett aus Silikon. Also so eine, so wisst ihr, diese Real Doll-Dinger da. Oh Mann, ey. Das muss ich unbedingt mal. Was ticke ich denn das? Ja, Wolfgang. Den einsamen. Stimmt eigentlich, warum nicht? Eigentlich sagt er bestimmt Ihihi und wirklich kann man das haben. Und steckt schon mal einen Finger drin, so. Er hat eine Annonce aufgegeben. Einsamer sucht Einsame zum Einsamen. Das ist so Mormon. Das tun wir mal. Frisch aus dem Weiten. Hi. Vom Weiten? Was hast du gemacht? Bist du auf die Brille gefallen, oder? Nein, sieht der noch jünger aus. Was ist passiert? Warst du ein Riese? Nee, war ich nicht. Nee. Okay, gehen wir morgen. Wer geht's euch? Wie? Geht's so. Wer möchte Kaffee? Wie? Wie? Danke. Moment, du musst zuerst dann. Er will ja nicht. Na, ich krieg gleich einen. Du darfst gerne Arnim den geben. Danke. Arnim, der freut sich. Amerika. Ich wusste, das klappt doch. Alle auf der Bank hier. Also ist ein Tisch, ja. Du möchtest sicher, dass ich mich an deine. Ja, natürlich. Nicht lieber als das, aber danke für den Kaffee. Achso. Ich wusste doch nicht, klappt doch, ja. Americano, was ist denn das? Weiß ich nicht. Dann geh ich jetzt mal rein und hol dir einen Kaffee. Ja, aber das ist scheiße. Der ist schon ganz alleine. Was ist hier los eigentlich? Warum kommt bei so schönem Wetter keiner? Was geht ab? Was ist denn da unten los? Siehst du aus? Wieso? Ist alles weg? Abgeräumt hat man. Was, wo denn? Was meinst du denn? Also, die Treppe runter und dann rechts.
Na egal. Ja, die meisten sagen, wird doch mal voller hier. Du sagst jetzt, der Erste, der sagt, es wird ein bisschen leerer hier. Ja. Ich hab ein bisschen. Ich bin Anti. Ich bin Anti. Sowieso alle Malis erkramen da unten, wa? Eben. Malis sieht auch. Wenn ich hier den Laden zumache, dann stecke ich vorher noch Malis runter in den Keller. Und das war's. Was ist Americano? Nochmal zur Kaffee, Erklärung. Ich glaube Kaffee nur mit ein bisschen Milch. Das ist, glaube ich, dein Style-Kaffee. Also so ein bisschen viel guter, schöner Kaffee. Warum heißt der Americano? Das hast du doch so eine schöne Story erklärt in dem Tag. Na, ich glaube, die Italiener haben gesagt, ah ja, die haben ja da so Filterkaffee. Aber machen wir jetzt nicht. Machen wir aus unserer Maschine nur ein bisschen länger. So, Kaffeekultur kommt ja nicht aus Amerika. Auch nicht von Starbucks. Schmeckt aber gut, ja? So. Mit dem Aufdruck oder was? Ich habe vergessen, die Tasten von zu Hause mitzunehmen. Läuft's? Na ja, ne, siehst du, warten. Naja, du hast ja viele andere Business. Noch Wohnung, Familie, Reisen. Reisen ist ja nicht. Internet-Poker. Weil meine Frau nicht mitkommen möchte, wo ich hin will. Aber du musst es doch. Dass meine Frau nicht mitkommt, meinst du? Ja, das kann ja ein Gewinn sein. Weil letztes Mal wieder Wrestling, wa? Also nein. Was für ein Ding? Wrestling, Catchen. Wie wieder? Na jetzt, vor 2 Wochen, 3 Wochen. Na, war das schon mal? Naja, da wolltest du doch nicht eh nochmal hingehen, mit Carsten und irgendwie vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Maxley. Nee. Ah ja, dieses. Sag doch nicht nee. Ich sage nee. Wrestling oder nee? Da wolltest du hin, da hattest du Karten besorgt. Stimmt doch ja nicht. Nein, natürlich. Nein, du meinst, ich war zu dem anderen, zu dem, nicht Wrestling, wie heißt denn das jetzt? Ach du. K1, Vollkontakt. Ah, das genau. Stimmt. Marshall. MMA. Wartet, MMA, nichts Martial Arts. Na, war ich auch mit, bloß Carsten hat natürlich am. Abend vorher abgesagt. Die haben alle nicht drauf. Ich hab diese Frau und gedacht, nee, mach ich nicht nochmal. Bei Mix Muschi auch? Alle sind Opfer da, also nee. Ja. Oder beim Wrestling? Nee, wie oder? Bei dem Pushing ab. Mix Muschi Art. Ja, das. Kannst du da lang ziehen, dann, Ali? Ach nee, ist schon alles dran. Nein, ihr tragt ja auch dieselben Klamotten, also insofern. Ihr versteht euch. Ich hab da jetzt drauf, müssen welche Jacke haben. Das ist etwas so, voll in der Wellenlänge. Ja, ich krümel überall. Also mich findet man immer. Ich selbst. Sag mal, was hast du denn drin in dem Kaffee, dass die Wespen jetzt kommen? Ich selbst nicht mehr weiß, wo ich bin. Holt mich an. Ja, du hast immer so eine Fußfessel, die leuchtet dann auf, wenn du den im Kreis fallen lässt, dann hol sie dich ab. Heute bei Öffner. Natürlich hat das Wolfgang gebracht. Hier, bitte. Nö, der ist jetzt gestorben. Gerade eben, also ich weiß nicht, ob der jetzt. Ich habe keine Ahnung, der ist da an die Tür hin, bis dahin hat er noch gelebt. Im weiteren Zustand habe ich jetzt nicht auf meinem Diagnoseschirm. Der ist aber auch konstant, oder? Konstant. Du warst ja auch konstant nervig. Der passt auch gut auf sich auf. Ja, also der schont sich schon. Da bin ich noch nicht so reif. Guck mich doch mal an. Ja, was ist denn passiert da mit deiner Brille? Na, MMA in Rostock, Souvenir aus Rostock. Ach ja, du bist ja auch so ein Schläger. Ja. MMA aus Rostock. Aber der andere hat angefangen. Hast du der Polizei gesagt? Die Polizei hat uns alle verhört. Seine Freundin, dann der Schlichter. Ja, sozusagen. Der Schlichter. Der Schlichter, da war noch so ein Pudel mit so einem Junge dabei, der wollte, dass wir mal auseinandergehen. Er doch auf, mir geht's nicht gut dabei. Und dann so war er auch noch richtig ein Idiot, als wir dann schon im Knäuel waren, hat er nicht, sozusagen, der angegriffen wurde, mich so versucht rauszuziehen. Das heißt, einer hat mich gekämpft und einer hat mich gefesselt. Das war so bescheuert. Ja, das ist das Problem. Da braucht man immer 2 Schlichter, nämlich 2, die beide packen. Und ja, dann so krass, ja, ja, festhalten. Also das wäre fair, auseinanderziehen.
aber nur einen rausziehen und dessen Arm blockieren. Ja, als Lichter muss man schon erkennen, wer der Aggressor ist. Ja? Aber eigentlich bist du ja der Aggressor, auch wenn das nur verbal ist. Nee, du bist also doch der immer Aggressor der. Der Aggressor war der andere, aber ich war halt dumm genug damit. Also ich wieso, was hast du denn gemacht? Worum ging es denn? Worum es ging, weil das ist jetzt noch, heute noch nicht so klar. Naja, aufgrund deines Gehirnverlustes, sag ich mal, der ist. Schädelhirntraumas oder warum? Du meinst meines verkümmerten Frontallappens? Ja, Fontanelle nicht. Da oben. So, was ist denn? Ich geh mal Kaffee machen. Ja, geh mal Kaffee machen. Du hast Feuer. Für mich? Nee, ja. Ich bin da zusammen. Dann halt nicht. Ich dachte, jetzt kommt denn ich geh mal kacken. Will ich nicht sprechen. Ich auch nicht. Machen tust du dauernd. Zu sprechen? Kacken. Ich hab noch einen Witz auf Lager. Zwei Gurken im Glas, sagt die eine zur anderen, komm, lass mal ins Fenster. Das ist aber ein schöner Lausitzer Witz, oder? Also ich komme aus der Spreewald. Spreewald, ja. Den kenn ich. Der Spreewald-Gurkenwitz. Hau ab jetzt, Tommy. Ey, Oma, ins Fenster. Lass mich auch mal ins Fenster. Ja. 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 Nicht so laut. Ja, besser als Nachbarn. Ja, besser als, ja, du wolltest ihn erzählen. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht drauf und hab alles kurz erhalten gehabt. Ich hatte dann auch noch eine Brille, danach nicht mehr. Naja, die Brille ist ja ein Sichtdetektor. Jetzt habe ich eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. In Boston. Da gehe ich dann zum Gericht. Wieso, was hast du denn gemacht? Was war denn der Auslöser? Was ging es denn? Wir waren beide ganz normal betrunken. Achso, in der Nacht. Ist ja so. Und der Typ hat da rumgeschrien und rumgebullt. Der hatte ein Problem mit seiner Freundin oder was weiß ich. Die hat ihn betrogen, keine Ahnung. Und, aber die war eigentlich ganz cool. Eigentlich ja, die hat ihn mit dir betrogen. Deswegen war das Problem. Nee, noch nicht. Aber vielleicht habe ich darauf spekuliert, so tief im Unterbewusstsein. Keine Ahnung. Genau, wolltest du hier eh nur auf Retter machen? Komm. Genau. So hey Mann, so. Du hast Leute. Ihn betrogen? Mit wem? Scheiße, dann das nimm doch mich doch den nächsten Mal. Mal. Pass mal auf, ich rette dich. Jede Mann nach hinten los. Es ging ja auch noch weiter. Ich hatte ja, zu dem Zeitpunkt habe ich meine Option, bei meinem Vater oder bei meiner Schwester zu schlafen, schon längst verwirkt, weil die Zeit war rum und die muss ja nicht mehr weg. Da habe ich dann halt auch gesucht, wo kann ich jetzt schlafen? Polizei. Ja, genau. Also jetzt richtig mal. Also Polizeiende oder eben bei der betrogenen Frau, die vielleicht nochmal drüber rutscht. Nee, ich habe es vorher auch ganz zivil probiert. So mit Menschen, die ich kannte, fragen, wie sieht's aus? Habt ihr einfach mal einen Tausch für mich? Na, und dann hast du sie gefragt. Toll. Und nee, die habe ich gar nicht gefragt. Moin. Und er ist gerade von ihr betrogen worden und dann hängt hier so ein komischer Berliner Hipster-Penner dabei ihr, ey Mann, ey, hast du noch ein Bett frei für mich oder so? Wollen wir den einfach mal betrügen? Nee, es wäre mir, ist du, ich bin mit Einzug, ihr bleibt noch eine Weile hier, gib mir mal einen Schlüssel. Ja, auf alle Fälle hast du sie gerettet, bist schützend, dann ich hab sie nicht gerettet, die war in jeder Situation Herr der Lage, also Frau der Lage, die war total cool eigentlich. Das war einfach nur bescheuert. Großer Fan. Hast du nicht gleich eingemischt? Hast du jetzt wenigstens ihre Handynummer? Ich habe kein Wort mit dir gewechselt. Ich wurde ja auch dann mitgenommen. Oh, scheiße. Der andere durfte nach Hause, ich wurde mitgenommen. Du bist nicht aus Rostock. Das passiert mir auch nur in Rostock. Regelmäßig, also alle 3 Jahre. Das riecht nie irgendwie. Mann, ey. Thorsten versteckt sich schon da hinten. Hier haben wir ein defekte Tretlager, nehme ich hier vorne. Was ich jetzt mache? Knack, 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 knack. Mit Widerstand läuft es, hört man jetzt im Moment gerade nicht mehr, weil ich mal sehr kräftig reingetreten habe. Aber das muss raus. Ich baue aus. Die Rumpenwerbe-DVD. Ja, Faltradfirma. Naja, gut. Ja. Hier, Alexa. Ja, eine Damenschatulle. Wo ist die Uhr?
Keine Uhr. Uhr hatte ich vor 2 Jahren. Ja, hättest du mir auch verkaufen können, wolltest du aber nicht. Was wollte ich nicht? Mit den Uhr verhökern. Ja, die haben gut verhökern. Nein, du wolltest ja nicht mir verhökern. So, was. Ja, was kostet? 40. Ist ein altes, Vintage. Du bist auch Vintage. Kostet 300. Du bist auch über 40. Hier. Salems Tourette. Okay. Ich bin immer schnell mit gucken, weißt du, der Bayer-Modus. Bunte Schau zum am Zubernturm. Für die Alben brauche ich 550. Ach so, na, dann brauche ich gar nicht gucken. Okay, zurück. Zurück? Ich hab selber zurück, genau. You know. Ich habe selber 400 gegeben. Boah. Für mich wäre sowas sofort abjagt. Die Rolex-Schatulle nehme ich für 30. 35. Mann, 30! Gut. Scheiße! Jo, wir haben gerade 4 Zuschauer und ich schraube Tretlager jetzt raus. Achtung! Gucken an. Wow! Kommt der da halt? Rausgebröselt. Na doll sieht das nie mehr aus. Den kann man ja noch als Lager erkennen. Aber die Seite, da ist nicht mehr. Total aufgefressenes Lager. Ah, nicht mehr drin. Jo, ich muss an den Schraubstock ran. Und jetzt so lösen. Hab ich nicht. Ich schaffe es nicht. Geht nicht raus, ich kriege es nicht hin. Ich muss es überarbeiten und so einbauen. Und da seht ihr. Erstmal was zu essen. Jetzt gibt's was zu essen. Das machen wir jetzt. Oh. Und dann mache ich hier weiter. Also ich krieg die Schalen nicht raus. Ist nicht zu lösen. Auch nicht mit einem Schraubstock. Kann man nicht machen. Ist festgerottet ohne Ende. Lass mal schauen, was ich da mache damit. Rauslegen habe ich keinen Bock. Ich weiß es nicht. Muss mal schauen. So ist es so. Das ist im AA, wie man sieht. Das geht hier aber noch. Und das auch. Also werde ich neue Kugeln reinmachen. Hi. So, liebe Leute, heute ist Fasching. Jetzt geht's los. Oder als Pirat. Ich weiß noch nicht, mal gucken. Oder als Kranker, einfach als erkälteter Mensch. Das wäre doch mal was Innovatives. Ne? Weil die Verkleidung kann ich gut. Habe ich nämlich gerade. Was man nicht so alles kriegt von den Kindern. Ja, so ist es. Kostüme habe ich heute geschenkt bekommen. Ja, was mache ich jetzt mit denen? Keine Ahnung. Da weiß ich nicht. Wenn ich verhökern. So sieht das aus. Ja, ist er jetzt hier zu sehen? Ah, ich sehe, steht mir der Hut überaus. Überaus. Gut. Das sieht sehr toll aus. Wunderschön. Eieiei, ist ja eine Katastrophe. Pirat, Säbel. Ja, das war schon. Schon ist er kaputt. Der Federhut. Jo, viel passiert hier nicht. Dennis war gerade da. Der kommt morgen wieder. Der musste mal dringend was wegbringen. Ja, ansonsten bin ich hier alleine den ganzen Tag.
Thorsten war kurz da, hat sein Rad hoffentlich abgeholt. Hoffentlich. Ja, mal gucken, ob er Nachricht geschrieben hat. Der Typ, wie bleibt der denn? Ich sehe ihn gar nicht. Oder so, kann ja sein. Ich habe ihn geschrieben. Ich bin es ja gar nicht. Das ist nur der Kollege, der hätte so gerne. Wo ist denn das hier? Auf so, oder machen wir auf eBay Kleinanzeigen. Gucken wir mal nach. Ansonsten. Nö, kam keine Nachricht. Ich gehe mal davon aus. Nicht mehr verfügbar heißt für mich, ist weg. Wunderbar, freut mich. Also, dann hat Thorsten wieder ein Rad mehr am Start. Das BMX-Rad kannst du nicht mehr einsehen. Das ist total witzig. Man kann es denn tatsächlich nicht mehr einsehen. Ist dann einfach weg. So ist eBay Kleinanzeigen. Also bis dann, ciao. Jetzt kommt was. Ja bitte, wer will was? Hm? Wer will was? Ich will dich fragen, ob du einen Abzieher hast für Hohlachse. Für Hohlachse? Also Holotech. Holotech 2 Rotze. Holotech 2. Na, gucken wir mal. Und mir die kurz zu. Mal schauen. Ja, und Ei, der da ist. Wir gucken mal. Wir haben einen neuen Abonnenten. Ist gerade aufgeploppt. Ja, hier. Chris. Serge. Hat deinen Kanal abonniert. Finde ich fantastisch. Mach weiter so. Abonniert alle. Ohne Ende. Vielleicht kommen wir irgendwann mal rein, dass wir sagen können, es lohnt sich, auch mal eine Special-Aktion zu machen, weil wie gesagt, mit 20 Leuten lohnt sich das natürlich nicht. Wenn du nicht das Feedback bekommst, irgendwie dann auf so eine, wenn man so einen Aufruf macht, so eine Special-Aktion, Schrauber-Aktion für irgendeinen guten Zweck oder sowas, dann lohnt sich es natürlich auch nicht. Wenn sich irgendwann lohnt, dann ja, ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. So, ich habe damit kein Problem. Ich spende alles Mögliche. Jo, wo sind wir jetzt? Live Dashi? Takeshi Dashi? Vor 20 Minuten schon. Ich bin stolz, ich freue mich sehr. Das wird gleich kommentiert hier. Ein neuer. Herzlich willkommen. Ja, das finde ich toll. Wie gesagt, macht so weiter. Es ist 18.30 Uhr. Mal schauen, ob noch was passiert. Wir werden es erleben. Ja, somit brauchen wir noch 4 Abonnenten, dann haben wir die 100 voll. Also das wäre ja was, wenn das dieses Jahr noch klappt. Klappt bestimmt dieses Jahr. Irgendwann, ich hoffe jetzt am Freitag, kommt auch endlich dieses Video raus. Es passiert einfach nichts. So, ich werde jetzt, 19.50 Uhr, ich werde jetzt schon vermutlich... Ich werde jetzt schneiden. Also, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen. Wenn noch wirklich was richtig Tolles passiert, dann schalte ich nochmal ein. Aber ansonsten schneidet Material, wartet hoch, werdet pünktlich Feierabend machen. So ist der Plan. Also bis morgen. Wir sehen uns. Ah, so. Also wie ich bereits gerade eben schon mal sagte, bevor der Chip gestorben ist hier in der Kamera, habe ich gesagt, immer wenn man denkt, kommt keiner mehr, jetzt waren 3 Leute da und alle 3 wollten was. Das eine habe ich gleich gemacht, das andere konnte ich nicht erfüllen, den Wunsch, und die dritte, das mache ich jetzt, das ist ein platter Reifen. Das ist mein zweiter Auftrag heute, Mann, fantastisch. Erste war diese Tretlager Katastrophe, die ich nicht zu meiner Zufriedenheit lösen konnte, aber gelöst habe. Der zweite ist jetzt der platte Reifen. Na, und den mache ich jetzt schnell noch fertig an diesem Rad. Und dann so kurz vor 9 kommst du abholen, also in einer halben Stunde oder so. Ja, dann bin ich fertig. Ja, für heute. Das war's. Na, mal gucken, jetzt lasse ich mal an. Mal gucken, was noch passiert. Weiß man ja nicht. Na, die Lösung kann so einfach sein. Das sieht mir nach dem Einbaufehler aus, als wurde der Schlauch am Ende oder der Mantel am Ende beim Raufhebeln eben draufgehebelt und damit der Schlauch gequetscht mit irgendwas. Ja, und dann ist er halt ein weiliges Jut und dann irgendwann pff, pff, und das war's.
Ja, sieht man ganz deutlich an den Talgspuren, Talgumspuren, die da drin sind. Und der Mantel ist einmal frei, da ist nichts dran. Auch nicht. War nämlich kein Talgum drin, wäre Talgum drin gewesen, hätte man es nicht gesehen, wo es geplatzt ist. So hat man es gesehen, gleich auf Anhieb. Jo, jetzt habe ich ein bisschen Talgum reingemacht. Hab den ohne Werkzeug drauf, das macht man immer. Wenn man kann, dann bitte immer ohne Werkzeug aufhebeln. Also immer mit den Fingern einfach nur rüberziehen, fertig. Funktioniert auch. In mächtig mal sagen, 95% aller Reifen, bei 95% aller Reifen und Felgenkombinationen funktioniert das. Jo, hab gemacht. Jetzt ist es fertig. Ich baue ein. Dann ist Feierabend. Na, und wie ich schon der jungen Dame sagte, das Rad ist jetzt fertig übrigens, aber wie ich schon der jungen Dame sagte, man muss auch auf den richtigen Luftdruck achten. Ja? Bei diesen Anti-Plattmänteln, bei dem, den sie drauf hat, ist empfohlener Luftdruck von 5,5 mindestens bis 7,5 bar. Nun hatte sie auf dem vorderen noch schlappe 2 bar drauf und sie meinte, sie hat es gerade gewechselt, also haben sie es ja gerade aufgepumpt. Das ist 2 bar, okay, es fühlt sich viel an, wenn man es mit einer Handpumpe pumpt, ja, mit einer normalen kleinen Handpumpe. Aber dann bitte geht zum Fahrradladen oder geht zur Tankstelle und füllt es da auf. Weil der Luftdruck ist natürlich erforderlich für den Pannenschutz. Ansonsten greift der Pannenschutz nicht. Ja, wenn ihr durchschlagt oder so und die Felge so einmal aufditscht, ja, ist es halt durch. Also deswegen, der richtige Luftdruck ist wichtig. Und natürlich nicht mit Werkzeug die Schläuche aufziehen, die Reifen aufziehen. Ohne Werkzeug aufziehen. Abziehen, wenn er kaputt ist. Da Werkzeug nehmen, könnt ihr einen Reifenabzieher nehmen, aus Kunststoff idealerweise, ja, wenn sie halten, stabil genug sind oder keine Schraubenzieher oder dergleichen, weil damit könnte man auch den Mantel beschädigen. Ne? Also wirklich irgendwie nur weiches, abgerundetes Zeug, also vom Löffel der Stiel oder sowas, könnte man vielleicht auch noch nehmen, wenn man nichts anderes hat. Aber ansonsten immer Reifenabzieher. Ne? Aufziehen, möglichst ohne. Damit verabschiede ich mich jetzt wirklich in den Feierabend und sag mal, es ist 20.19 Uhr, ich schneide. Bis dann. Ciao.